What's up, Leute? Willkommen zu einer weiteren Folge, zu einem weiteren Gewetzel von Let's Play Command Conquer die Stunde 0. Mal ein, kein Togetter, sondern einfach mal wieder so ein einzige, also ein einer Let's Play. Wieso ist die eigentlich ausgewählt worden? Verstehe ich gerade nicht. Wieso kann man nicht mit Enter auswählen? Mit der folgenden Modifikation am Laufen, und zwar die Contra 007 Modifikation, die ich euch mal zeigen wollte. Besser gesagt, nochmal zeigen wollte. Einfach mal so einen Kampf machen. Insane hatte ich da. Ist richtig. Könnte ich quasi auch die hier machen. Aber ne, oder? Ich habe keinen Bock auf Schnee. Na, lassen wir die. Vor etwas, was heißt etwas, ziemlich lange her ist es, da habe ich bereits einmal ein Video gemacht, da war ich der Laser, ist aber wenig, da war ich der Lasergeneral. Wo ich den Lasergeneral gezeigt habe, da habe ich auch noch den alten PC gehabt mit meiner alten Krücke da. Und ich hoffe, dass es jetzt alles ein bisschen schneller geht, also wenn man sich die zwei Videos Vergleich ansieht, einmal mein altes mit dem Lasergeneral und das jetzige Video, was ich jetzt hier gerade mache, ist das schon ein ziemlich dicker Unterschied. So schwarz gibt es nicht. Aber Light Green ist neu. So, mache ich mal meine altbekannten Gegner farmen, die ich im Tod nicht ab kann. So, und ich starte mal unten rechts. Zack, 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 zack. Es ist weiterhin nicht wirklich... Ja, ich weiß nicht, ob ich das Spiel beenden kann, weil es ist immer ja diese Sache, ob da nun ganz plötzlich ein Error kommt. So ein Spielerror, das ist ja immer mal wieder dieses kleine Problem, wenn man mit Modifikationen spielt, dass da ganz plötzlich so ein Tung im Windows-Hauptmenü landet und mit so einem scheiß Drecksbildfenster geöffnet, wo ein schönes rotes Kreuz drin ist, wo irgendwas mit steht, Difficulty, Error und... So, ich weiß gar nicht mehr, wie viele sich an diese Modifikation noch erinnern können. Es ist auf einmal eine der größten Modifikationen überhaupt, die eine der coolsten überhaupt. Die Grafik wurde immensen verbessert. Also auf nicht wirklich so richtig prallen guten PCs, sage ich jetzt mal so, könnte das schon ziemlich lecken, das Spiel. Ich weiß jetzt immer noch nicht, wen ich spielen wollte. Ich überlege gerade zwischen Poison, Gift, also Toxin-General und Laser war ich das letzte Mal. Das wäre langweilig, wenn ich jetzt normal nehme. Super Weapon ist auch mal eine geile Geschichte. Also in dieser Modifikation hier hat General Alexis Alexander wirklich die heftigste Basisverteidigung überhaupt. Die hat da nämlich Türme, da kann man nur von träumen. Und die greift halt mit Superwaffen an. Die kann insgesamt 4 Superwaffen bauen. Partikelkanone, ICBM, Raketensilo, dann so ein Tomahawk Storm und die Black Shark Missiles, dieses Blackout Missile System, so hieß das. Insgesamt 4 Superwaffen und dann noch die besten Türme überhaupt, hat aber halt nur scheiß Panzer zum Angreifen. Poison ist natürlich was anderes. Also Gift hat wirklich, jeder General hat hier einfach richtig geile 1000 Waffen zur Verfügung, die seinem Gebiet entsprechen. Also Gift hat wirklich nur Gift, das ist alles... Jede beschissene Einheit hat irgendwas mit Gift. Selbst die Stinger-Sides, also die Stinger-Stellung. So, nochmal für die Leute, wo das letzte Video ein bisschen her ist. Alle Gegner greifen gleich hart an. Es ist also völlig egal, der Harte greift genauso stark an wie der Insane... Computerspieler. Das Einzige, was daran verändert wurde, ist, dass die halt mit dem Rang viel schneller aufsteigen. Dass die halt so ein Insane-Typ muss einfach mal so 10 Soldaten töten und schon ist er gleich mit Rang höher. Während so ein Harter, während das beim Harten etwas länger dauert. So, Panzer ist eigentlich immer lustig. Aber der Panzergeneral hat hier in dieser Modifikation auch Artillerie, was ja eigentlich normalerweise nicht der Fall ist. Ich weiß nicht, mache ich einen Laser hauen, hau ich da rein und dann mache ich da ein Explosive und das ist ja das Gute an der Mod, ich muss nicht mehr gucken, wer hier Fehler verursacht oder wer nicht. In der Shockwave-Mod, da konnte man ja den Säuregeneral nicht benutzen und den TNT auch nicht.
weil die ja die Computerspieler die fahrenden Bomben bauen und dann kommt der Glitch mit der Grafik da und mit der Cut-Version, weil ich die nicht habe und Nuklear-General, ganz witzig, der hat keine Verteidigungssysteme, der hat keine Bunker, der hat keine Gatling-Geschütze, der muss alles mit Panzer verteidigen, hat aber dafür die übelste und heftigste Superwaffe im ganzen Spiel, die eine ganze Basis wächert, die allerdings, glaube ich, 12 Minuten geht. Und ich sage und labere hier viel zu viel und ich klicke nicht so viel. Mein Gegner ist das. Ja, los, Panzer macht immer Spaß. Der macht immer schön viel Geradau. Laser kämpft gegen Infanterie. Wäre fies. Die Laserwaffen sind scheiße schwach gegen Soldaten. Flame Weapons, auch sehr, sehr heftiger Gegner eigentlich. Mach ich's mal ein bisschen schwieriger. Und der Explosive, der hat, der kann gegen Superwaffen mal spielen. So, Play Game, los geht's. Der Dr. Chex hat sich ein bisschen verändert, hat jetzt eine fette Zigarre im Mund. Ach du Scheiße. Ja, Geheimlager gibt's ja hier gar nicht mehr. Subli-Stash war das. Radarwagen kann ich gleich hier bauen. Dann nochmal eine Menge Arbeiter. Was wollen Sie von mir? Das ist mein Schwein. So, wir haben ja ein chemisches Training und Stimulators. Was haben wir da? Wie gesagt, die Gebäude werden ein bisschen langsamer gebaut. Die gehen nicht mehr so schnell wie damals. Finde ich ein bisschen schade. Das ist ja auch lustig. Der hat von Anfang an das Security-System draußen. Das ist auch interessant. So, du gehst da hin. Gebäude upgrades. Du baust hier mal Sprengfallen hin. Einfach so aus Just for Fun. Den können wir tarnen. Und das ist jetzt hier quasi unser Geheimlager da. So, wir haben jetzt ein fahrendes Geheimlager. Ist halt relativ stark verändert hier. Geld war hier in dieser Modifikation auch ein ziemliches Problem. Weil es ziemlich lange dauert, bis man endlich mal Kohle zusammen hat. Na, bau schneller, dann schlage ich dich auch nicht mehr. Scheiße. Mensch! Weiß ich auch. Ich tue, was ich tun muss. Zack. Und ihr kommt mal nach vorne hier. Ich brauche mal ein bisschen Abwehrsysteme, bevor ich hier gar nichts baue. Können wir den da machen? Schwuchtel. Wie lange dauert es hier eigentlich, eine scheiß Waffenfabrik zu bauen? Na gut, der ist dumm, der Bauer, der greift nicht meine Männchen hier an, meine Knechte, sondern er greift Gebäude an, also. Kann er das mal gerne machen. Mund auf und rein das Zeug. So, die gehen zum Glück relativ schnell. So, unsere schöne alte Skorpionrakete, weil sonst die Skorpionpanzer der letzte Scheiß sind. Schwarzmarkt können wir jetzt schon bauen, da brauchen wir keinen Palast für. So, Anti-Tank Cannon Position. Und wie gesagt, ohne Kohle geht hier gar nichts. Kann ich da irgendwas erfinden? Ja, Geld kann man jemandem geben. Sehr schön gemacht. Quad Cannon. Strong vs. Infantry and Aircraft. Okay, die können auch umschießen. Okay, sehr gut. Was wollen Sie von mir? Was wollen Sie von mir? Ja, soll er seinen Frust mal in meiner Stingerstellung auslassen? Das wird ihn nicht viel bringen. Sehr schöne, geile, krasse Teile sind das hier.
hat IBG eigentlich mal eine richtig starke, schöne Abwehr. Weil sonst sind die Abwehrsysteme ja immer für den Arsch gewesen, diese Stingerstellung, ne, wo diese Mannequin drin sind. Macht man den mal ganz leicht tot und dann war's das. Tarnen können wir die auch noch, ist also super geil gemacht. Sobald der Computerspieler befördert ist, können wir das lesen. Demolition hat, also TNT hat Rang 2 erreicht. Bei Rang 3 wird es bereits problematisch. Weil wie gesagt, man kann, also okay, wie gesagt, wie in dem anderen Video bereits gesagt, man kann den Palast oder allgemein die ganzen Technologiezentren erst bauen, wenn man Rang 3 ist. In unserem Falle den Palast. Und die Kohle steigt überhaupt nicht an. Mortar Buggy, das ist halt so eine leichte Raketenbuggy-Version. So, was geht hier ab? Gemetzel, das war ein Stealth-Bomber. Da hat irgendjemand geschossen. Die Türme sind auch überhaupt nicht groß. Das Ding hier ist so groß wie das Tunnelsystem. Superwaffen hat einen Rang 2 erreicht. Dürfte jetzt auch schon gleich die erste Superwaffe kommen. Da können wir sogar sehen, ob man die Mutter einer Bombe erforscht hat. Das Ding kann echt weit ballern. So, die Computerspieler haben sich an der KI etwas verändert. Die greifen nun auch in Massen an. Nicht so wie im Original Stunde 0. Dass sie da immer nur mit 2-3 Einheiten immer nur angreifen oder so, sondern sammeln sie auch in der ganzen Armee hier und greifen dann an. So dass das Gemetzel erst gleich beginnt, sobald dann die ganzen Computerspiele ihre Einheiten alle losschicken. Black Market. Was wollen Sie von mir? Ich tue, was ich tun muss. Ja, Upgrades gibt's hier gar nicht drin. Was das Schönes ist, sage ich euch dem irgendwann mal. Später, wenn ich dann ein bestimmtes Upgrade habe. Sehr schöne Dinger. Artillerie können wir da auch noch draufstellen. Das ist halt jetzt die Modifikation Contra 007. Es gibt auch, also Contra 008 ist bereits auch schon in Anmarsch. Also es gibt bereits eine Menge Informationen über diese Modifikation. Also eine Menge Bilder auch schon, die von Contra 008 gezeigt werden, was richtig geil aussieht. Ist halt alles auf der offiziellen Seite von Contra 00, Contra anzusehen. Jetzt schickt er seine Panzer los. So, der braucht ein bisschen zum Nachladen. Die Trümmer holen wir uns jetzt mal schnell. Ja. So, und er hat Rang 3 erreicht. Das bedeutet, er kann einen Palast bauen. Kommt später. Hm.
Während wir erst in Rang 2 sind, ja. Ja gut, dann besuche ich den blauen Typen da oben gleich mal in seiner Basis. Ich glaube, der... Ich weiß ja, der Kampfjeep hatte, glaube ich, so ein blaues Geschoss, so ein Säuregeschoss hatte der. Weil wirklich jeder Scheiß hier aus Säure besteht. Gut, er ist auch Rang 3. Ob das gut ist oder nicht, sage ich jetzt mal. Tomahawk Storm, da ist auch die erste Superwaffe. Ist aber sehr schwach. Kein Problem, also keine Bedrohung. Nur ein bisschen nervig. Ich müsste mal... Der will anscheinend doch nichts von mir. Er ist schon Rang 4. Die Computerspieler, also die Insane-Typen, steigen nämlich steigen schneller in den Rang auf als wir Menschen. Als wir menschlichen Spieler. Wo willst du denn da hin? Das ist ja wirklich sehr schlau gemacht gerade. Ach, sieh mal einer an. Hellblau kommt auch angeschissen. Jetzt haben wir auf jeden Fall Rang 2, Rang 3 erreicht. Mein Gegner hat auch Rang 3 erreicht, das heißt, da kommen bald die Overlords angeschissen. Kann er nämlich bauen bei Propaganda-Zentrale. Dann fängt es richtig an, lustig zu werden. Das Geld kommt auch langsam hinterher. So, bauen wir noch ein paar. Ach ja. Hätte ruhig mal einer darauf schießen können. Da steht wieder so ein Drecksartillerie rum. Stirb! Also. Warten bis Palast fertig ist. Er hat immer noch keinen. WA ist irgendwie ganz schlecht, um Kohle zu kriegen. Die hatten blaues geschossen, ne? Nee, hatten sie gar nicht. Dann war es ein Contra 006 oder so? Aber keine Ahnung. Ich wusste gar nicht, dass die Upgrades haben hier. So. Der wird wahrscheinlich hier reinballern. Wobei das hier seine Sprengfalle wird ihm wahrscheinlich mehr Schaden zufügen als. Ja, wie gesagt, minimaler Schaden. Nicht mal so ein Ding hat er hier geschafft. Ach ja, der greift auch an. Angriff! Auch wenn das hier im Gänsemarsch ein bisschen scheiße ist. Pschu, pschu. So, Palast müsste ich eigentlich 2 bauen, um ehrlich zu sagen. Weil da gibt so viele Upgrades, das dauert lange, bis man die hat. So. Das sieht schön bunt aus und alles sind richtig schöne, geile Upgrades. 4000 kostet der schon mal. Was nun mal richtig geil ist. Das sorgt halt dafür, dass man immun gegen seine eigene Säure ist.
Und dass sogar die verbündeten Einheiten hier auch immun gegen meine Säure sind. Ist also richtig genial. So, dann haben wir, ja, während jetzt hier diese Scheiße mit dem Rang da läuft, kann ich jetzt nicht sehen, was das ist. Defense Gain ist einfach nur das Gamma-Upgrade von damals. Dust Warheads ist richtig geil, die mache ich am liebsten. Dann baue ich nämlich auch mal ganz gerne die Stinger hier. Dann haben meine ganze Luftabwehrwaffen haben dann alles so einen komischen gelben Nebel. Das sieht immer richtig Hammer aus. Jetzt können auch hier fast quasi alles bauen, außer denen, unsere Super-Einheit, die wir nur im Rang 5 machen können. Hier den Lunar Launcher, die haben jetzt auch alle hier. Ach ja, herrlich. Pollution. Ist auch ein witziges Ding. Wir können nämlich irgendwo ein kleines Säurefeld erzeugen. Ach, scheiße. Ich kann meine Generalsfähigkeit nicht einsetzen, weil ich kein Kommando-Fahrzeug habe. Kommando-Center. Die neuen Targets sind da. Also dieses Ding hier, ne? Factory. Ist keine Kommandozentrale mehr, so wie damals. Man kann da irgendwie kaum noch was mitmachen. Das ist nur dazu da, um hier die ganzen Einheiten zu bauen, die einen für etwas erledigen. Geheimlager, was jetzt auch ein fahrendes Fahrzeug ist. Unsere Generalsfähigkeiten hier können wir nur durch dieses Fahrzeug hier einsetzen. Ja. Und es hat eine extrem leichte Panzerung, also es ist jetzt auch nicht mehr zu stark verteidigt. Bessere Schuhe sind nicht schlecht, dann machen wir die lila Grütze und dann machen wir... Das mache ich eigentlich zum Schluss, nur das Just for Fun irgendwann mal. Ach ja, und jetzt haben wir auch hier auch unsere gelben Raketen, die wir erforscht haben. Hier haben wir sie. Das sieht richtig geil aus. Jetzt wäre es geil gewesen, wenn der Luftwaffengeneral mitmachen würde. Die haben eine rote Säure. Schlecht gegen Soldaten, aber gut gegen Gebäude. Das ist genau das Gegenteil. Ist halt auch ein schöner General hier. Der hat richtige Stachelnetz da hinten, das ist auch nicht schlecht. Spielen wir mal mit dem Gegner ein bisschen rum. Ja, genau. Aua, jetzt kommt seine scheiß Flugzeuge an, genau. Jo. Scheiß Pissminen, ey. Mindestens einen sollte ich den machen. Das sieht doch geil aus. Säure wird hier nun als Nebel dargestellt. Zumindest von denen hier. Das ist jetzt quasi wie ob das halt normale Säure ist, die ihr von der Originalen kennt. Der schickt einfach mal Overlords. Ah ja. Okay. Ich glaube, die konnte man gar nicht abschießen, diese Helixe, die die Overlords bringen.
Werfer einsatzbereit. Ganz langsam, sofort. Die Soldaten habe ich auch keinen Nerv da. Man sieht jetzt hier so, dass man grüne und lila eine Säure hat. Diese grüne Säure ist immer dabei. Selbst wenn man das Gamma-Upgrade hat. Ah, das sieht schon geil aus. Und hier haben wir die Superwaffe vom Lasergeneral, weil er Rang 5 erreicht hat. Und der auch schon ein paar Superwaffe gebaut hat. Partikel kennen. Ist halt hier die Supereinheit von dem Lasergeneral. Jeder General hat hier eine Supereinheit, die richtig reinfetzt. Ja, und die rote Säure ist geil. Puff. Ich bin auch Rang 4. Laserpaladine. Und ich werde von scheiß Mediken vergewaltigt. Was gibt's denn noch so Schönes? Die baue ich gerne und da baue ich dann den noch ein paar und da baue ich von Bomben-LKWs ein paar und dann baue ich ein paar Flugzeuge. Die sind geil hier. 100 MLS. Der hat noch keine Upgrades. Was ich ein bisschen komisch finde. Scheint, als würde der Superwaffengeneral hier ziemlich kassieren. Was ich eigentlich nicht gedacht hätte. Ich hätte eigentlich nicht gedacht, dass er verliert. Er hat auch nur diese normalen Super... die normalen Stellungen hat er hier. Der hat die Hut noch gar nicht gebaut. Die er eigentlich bauen könnte. Er hat auch kein Strategiezentrum. Okay, er baut ein bisschen komisch. So, hier kam irgendwas an. Ich weiß auch nicht was. Alles ist bereits getarnt. Ja, also der hat halt zwei verschiedene Säurearten hier. Einmal die rote gegen Gebäude und dann einmal die lilane gegen Soldaten, die aber schlecht gegen Panzer ist. Hier. Nun kann ich euch zeigen, was dieses lilane hier ist. Da ist nämlich Säure drumrum. Und da ich jetzt das Upgrade habe, dürfte die Säure mir nichts mehr abziehen. Jo, darum kann ich jetzt von jedem Gebäude theoretisch nun das Säurefeld aktivieren, um einen unverwundbaren Kreis zu bilden, wo kein einziger Soldat mehr in meine Basis kommen kann, was wirklich unmöglich ist. Das sieht dann so aus. Ist es geil, ne? Ist doch genial. Welchen Sender, General? Mir zieht die Säure nichts mehr ab. Meinen Verbündeten auch nichts. Nur falls Gegner hier reinkommen sollten, zieht ihnen die Säure was ab. Ja. Ist natürlich jetzt schwach gegen Fahrzeuge, weil es nicht die rote ist, leider. Aber Soldaten haben keine Chance mehr, hier in die Basis reinzukommen. Ist was Geiles. Ist schon genial. Ja, und die weiße Säure, die ich jetzt noch erforschen kann, also die hier, ist halt nur, damit die rote Säure weg ist. Dann ist sie weiß. Und das ist auch der Grund, warum ich die weiße so selten nehme.
Weil die rote sieht einfach geil aus. Die hat mehr Style. Auch wenn die weiße stärker ist. Oh, 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 oh. Ja, die Säure würde mir jetzt dicken Schaden zufügen. Oh, oh. Da macht gleich Bumm. Verätzen wir mal die ganze Basis hier. Bam. Ich wurde befördert. Hat er noch nicht mal mehr Energie. Doch, jetzt hat er Energie. Man hört richtig, dass, wie das ätzt. Kleiner Wicht. Was kommt da ein schönes? Ja, jetzt können wir mal unsere schöne gelbe Wolke sehen. Einfach tödlich für Flugzeuge. Weil alle Flugzeuge, die jetzt hier durchfliegen, kriegen auch nochmal richtig fetten Schaden ab. Ist einfach geil. Weil lila ein Laser jetzt. Kann man in der Partikelkanone erforschen. Omega Cannon. Wow. Wow. Ja, die ganze Basis ist ja im Arsch. Der hat immer noch keine... Der hat immer noch keine Strategie... Aha! Ausgerechnet den, der für Soldaten gut ist, wird jetzt gerade... zermalmt. Holz Alliance Strategy has been initiated. Na schade, dass es jetzt nicht die rote Säure ist. Penner. Nun kann ich euch mal gleich dieses eine, die eine Generalsfähigkeit zeigen. Das war das da. Blub. Du bist wohl lebensmüde. Da sieht man nichts mehr. Ja, fehlt nicht mehr viel. Gleich Rang 5.
geht mir auf den Sack. So, jetzt kann er mich mit seinem scheiß Medic mal am Arsch lecken. Jetzt ist hier direkt nur so eine lilane Wolke. So, Sam Sides. Das sind ganz viele. Könnte auch jetzt wählen. Rote oder... Menschensäure oder Gebäudesäure. Und Sprinkler anmachen, es regnet! Ach, die kommt aus so dreckiger. Ja, eine kleine Panzerung haben sie schon. Rang 5, so, jetzt geht's ab. Jetzt kommt's noch schöner. Und zack, zack, zack. Ja, was ist denn? Ein paar Sterne. Und jetzt, da wir Rang 5 sind, können wir unsere Super-Einheit bauen. Der Karakurt. Können wir nur einmal bauen, kostet 7000. Chemical General Super Tank. Dauert natürlich ein bisschen das Bauen. Das hört sich geil an. Ah, du scheiß Knechte, ey. Partikelabling kennen. Hat der Pinkel noch was Neues gebaut. Partikelkanone kennt ihr von damals, die ist nicht wirklich sonderlich stark, also auch keine Gefahr bis jetzt. Pum. Jetzt haben wir die lilane Säure hier. Schade. Nun gut. Ach, jetzt haben wir auch die geilen Türme hier. Zyklongeschoss. Oder ein SDI. Kann, glaube ich, Transport abknallen. Hier haben wir irgendwo die, genau, hier haben wir noch so eine Artilleriestellung. Aber der hat die gerade mit Saboteur die Energie abgedreht. Das war echt schlau, ey. Der platziert erstmal ganz chillig Minen. Da ist gerade eine gigantische Sonnenlinse im Weltall, die kurz mal die Sonne hier drauf strahlt. Und Artilleriebeschuss hinterher. Ah. Exterminate the weak. Ah. So. Damit machen wir jetzt den Blauen mal kurz fertig. Skat-Stürmchen dauert ein bisschen. Das habe ich vergessen. Da habe ich noch was vergessen. Aber ich glaube, das war... Hier, den kennt jeder eigentlich. Gibt es kein besseres Werkzeug? Also das war nur eine Sprengfalle, ist das. Die ist getarnt. Und sobald sie macht dann auch so eine riesige Säurefläche, haut die einen erstmal weg. There is work to be done. Forward. So, die schönsten Upgrades gibt's hier drin, ne? Da haben wir einmal... Gift wird länger anhalten. Es verschwindet nicht mehr so schnell. Hier für unseren Superpanzer kann er sich noch tarnen.
und Inflammable Acids. Die ganzen... Ich weiß jetzt nicht, ob das auch für Lila geht. Aber auf jeden Fall für die rote Säure. Überall, wo rote Säure ist, wird die, sobald, wenn sie verschwindet, in Flammen aufgehen. Sehr schönes Teil, also. Dings. They reek of fear. Reek of fear. Das ist so schön. Take the area. Ach, Rot, du musst jetzt aber nicht alles machen. Kill them. Attack. Take the area. Eliminate them. We have been called. Pursue them. Kill them. Ja, ich weiß gar nicht, ich glaube, mit Rüstung kann man den auch noch verbessern. Ich bin mir gerade nicht sicher. Mit Trümmern. Nee, schade. Schnauze da oben. Aber das ist halt ein richtiger Allrounder. Er hat gegen alles etwas. Rote Säure gegen Gebäude und Stahleinheiten. Gelb gegen Luft. Und lila gegen Soldaten. Und der pinke Spent hier mit Superwaffen voll ohne Ende. Und hier ist jetzt die Flammenexplosion. Dreckigen Overlords. Explodiert jetzt auf fetten Explosionen. Cool, das zieht jetzt auch nochmal was ab. Und das macht auch gleich Bumm. Weil ich ja nur die Inflammable Säureteile habe, da dürfte das auch gleich alles in Flammen aufgehen. Falls die rote Säure nicht schon weg ist. Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Ich dachte, die ist, glaube ich, schon weg. Habe ich da gerade nicht kurz nicht hingeguckt. So, dann wollen wir mal den... Ich bin mir gar nicht sicher, aber ich glaube, da gab es nur eine kleine Geschichte zu dem General, den wir am Anfang da im Bild gesehen haben, mit seiner Zigarre im Mund. Ich weiß gar nicht, ich glaube, das ist ein Assistent von Dr. Jax oder sowas, ich bin mir gerade nicht sicher. So, wir können jetzt auch mal die weiße Säure erfinden, sodass wir jetzt wirklich alles erforscht haben. Buff. Corrosion Catalyst. Corrosion. Und was das hier ist, das ist jetzt der Defiller. Das Ding da. Was einfach mal so eine Wolke aus den Schornsteinen hier rausfeuert. Und irgendwo dann auf die Karte hin segelt langsam. So zum Beispiel. Das war die ICBM.
Ja, die Wolke segelt jetzt ganz langsam über die ganze Map bis da hinten hin. Das ist auch nicht schlecht. Können wir Gegner so richtig ärgern. Und wir sind halt dagegen immun, ne? Weil wir das Upgrade haben. Das ist schon geil, ist da. Jetzt warte ich noch kurz auf meinen Superpanzer und dann setze ich die Kombination mit denen hier ein. Weil ich möchte dann langsam auch mal gewinnen. One mission, one purpose. We are the chosen. Wir sind die Auserwählten. We have been called. Jetzt ist auch getarnt, der Gute. There is work to be done. Hier fliegt überall meine weiße Wolke rum. Worauf geht er denn? Er muss seine ganzen Einheiten auch echt da durchschicken. Der ist auch richtig intelligenter Typ, der Junge. They reek of fear. Könnte natürlich auch ein Tunnelsystem machen, ne? Das ist auch viel einfacher. Was wollen Sie von mir? Ich tue mein Bestes. Ah ja, detonate now. Ich glaube, das ist eine Sprengfalle, ist das eine große. So, jetzt haben wir eine weiße Säure, die dürfte 30% mehr Schaden machen, glaube ich, stand da. Fetzel, verätzen wir die ganze Scheiße mal hier durch. Mein Elbrus Storm ist bereit. They reek of fear. We have orders. They reek of fear. They will fear us. Weg damit. Ach ja, und jetzt kommt die Flammexplosion. Jetzt sieht man es auch schön. Wumm. Da muss man allerdings aufpassen. Vor Flammen bin ich nicht geschützt. Nur vor Säure. Aua. Das meine ich. We are the chosen. They will fear us. We are the chosen. Schnauze voll von der Kackmannik hier. Reichen die herum, ey. Und jetzt macht's wumm. So, der erste ist weg. Das ist der letzte. Hier hat sich eine Kaltwetterfront kurz mal angezogen. Ja,
Das ist die Blackout- und Missile-System, was hier gerade so diese Gewitter verursacht. Jetzt kassiert er noch von der EC-Bam, glaube ich. Boom! So. Hat er da kaum was hier zum kaputt machen? So, die Säure, die sind auch gemischt, gemixt, die Raketen. Manche sind weiß, manche sind mit Lila gefüllt. Und das explodiert natürlich dann auch wieder in Flammen. Da kam gerade was raus. Aber im Großen und Ganzen ist der Scud-Sturm damals stärker gewesen. Das ist irgendwie ein bisschen schwach geworden hier. Der kann auch einfach mal Säure rausholen. They reek of fear. Take the area. Attack. Kill them. Ihr sagt tschüss, ihr Scheißflieger. Bling! Wie ich dieses Geräusch hasse. We are the chosen. Schade, dass die Gebäude nicht so einkrachen, so wie bei Shockwave. Das fehlt mir noch ein bisschen. Das sieht ein bisschen scheiße aus. Dass die Gebäude irgendwie so pumm machen, sofort weg. Als der erste hier zerstört wurde, hätte ich auch den hier machen können, bevor er explodiert ist. Das wäre nochmal ein bisschen schöner gewesen. Wir haben this way. There is work to be done. They will fear us. Attack! Forward! Mit Hochdruck irgendeine Säure dagegen schießen. Kill them! Take the area. Attack! They stand in our way. Eliminate them! Ja, Contra 08 ist wie gesagt auch schon voll in Planung. Da kriegt man auch immer wieder Bilder auf der Homepage zu sehen, auf der offiziellen Contra-Homepage. Und das sind wieder extrem bessere Verbesserungen, die da vorgenommen worden sind. An den ganzen Einheiten und so. Und da sehen dann auch wieder viele Einheiten anders aus, viel besser als hier. Ein paar bleiben, manche werden verändert und. Hat ihn das gerade was abgezogen oder nicht? Also die Computerspieler kommen halt immer, sind halt immer noch ein bisschen zu schwach, kommen die rüber. Das müsste man immer noch ein bisschen verbessern. Schön gut, dass sie nun in Gruppen angreifen. Aber irgendwie... der DMP. Ich weiß nicht, ob der... Ich weiß nicht, ob man eine Supereinheit paralysieren kann. Ich will es nicht ausprobieren. Ach, der ist auch noch da. Fährst in die falsche Richtung, Alter.
Ja, der Orange hat ein bisschen kassiert, aber er lebt ja noch. Ja, aber wie gesagt, die weiße Säure macht dem nichts mehr aus, außer die Flammen natürlich. Jetzt wird es mal Zeit für eine schöne lila-grüne Wolke. Ey, wie wenig das abzieht, ey! Der hat ein einziges Fahrzeug damit vernichtet. Wow. Weil die Gebäude von Superaufgänger reisen auch härter alle. Durch diese Composite-Panzerung hier. Oh, hier ist eine Atomrakete eingeschlagen. Das ist Strahlung hier. Jetzt will ich mal sehen, ob der... Oh, lol. Das Ganze nur hat keine Energie mehr. Nur noch ein Millimeter. Lol, das ist auch witzig. Da fliegen so Explosivfässer rum. Das ist schon geil. Das macht nicht viel Schaden, aber es paralysiert eine sehr lange Zeit. Und natürlich Soldaten, die hauen natürlich sofort weg damit. They will fear us. We have been called. Ach, Strahlung hinterlässt er auch noch. Das Gatsturm von TNT-General. Das sieht immer noch geil aus hier, die ganze verdammte Basis ist verseucht. Oh, ich glaube, da habe ich ein bisschen mehr Glück gehabt. In einer Rakete, da waren jetzt drei Raketen, die mit weißer Säure gefüllt waren. Das sieht auf jeden Fall schon mal mehr ab als letztes Mal. Du sagst auch Tschüss. Irgendjemand hat es auf mich da abgesehen. Was willst du da oben eigentlich? They reek of fear. Take the area. We are the chosen. Man sieht ja eine Einheit nicht mehr, wenn sie einmal da drin sind. Autsch. Ach, schon hat er keine Energie mehr. Hat er nicht Minen gehabt? Nee. This way. Ah, das Jamin kann er nicht entdecken, hör.
weg mit diesen scheiß Minen hier. Wetternachrichten zu heute. Es wird extrem neblig aus. Ein dicker Nebel zieht aus der Richtung. Woanders. Ach Mann, ey. Was ist das denn? Eine Bombe fliegt da so rum. Jawoll! Jawoll! Ich glaube, die kennt man noch aus dem Original Stunde 0. Diese schönen Teile. Aha. Sogar getarnt die Teile, ich glaub's nicht. Ach, jetzt weiß ich auch, warum das hier, was das hier für ein oranger Fleck war hier einmal. Ich frag mich ganz ehrlich, wo der hinfährt. Jetzt fährt er wieder zurück, hä? Dann baut er wieder das Scheißding da oben auf. Ich helfe mal kurz da unten, ne? Aha, ja. Okay, das ist jetzt gerade ein bisschen komisch. Wieso sind denn die meine Kumpeleinheiten vernichtet worden? Meine Säure ist angekommen von der Fabrik. Obwohl, jetzt könnte ich es ja mal austesten. Jetzt kann eigentlich nichts passieren. Mal gucken, ob der es schafft, meinen Panzer zu paralysieren. Ich gehe da wahrscheinlich dann auf die scheiß Medic los, wie ich ihn kenne. Ah, man kann ihn gar nicht paralysieren. Der ist immun gegen EMP. Das ist natürlich was anderes. Hätte ich ja gar nicht so. Ich glaube, das Ding explodiert. Das Ding explodiert in einer EMP-Explosion. Genau, da war ja was. Exterminate the weak. They will fear us. Können wir erstmal wieder weitermachen hier, oder was? We have orders. Ich glaube, hier diese lila-grüne Grütze hält länger als die weiße. Ich feuer jetzt mal mit der richtig. Spam jetzt mit der mal so richtig rum hier.
Ich bin von meiner eigenen Säure auch nicht geschützt, hä? Oder gilt das jetzt nur für diese grünlilane Wolke? Ey, Wahnsinn! Das sieht stark aus jetzt. Ey, da ist so viel Säure. Ey, der ganze Map ist voll, ey. Das sieht da wahnsinnig geil aus. Ich sollte mit dem Rauchen aufhören. Jetzt mach ich sogar noch ein bisschen mehr. Da kann man eine ganze Armee drin verschwinden lassen. Das war richtig scheiße, da war nur eine einzige Rakete nur mit Weißem gefüllt. Die kommen einfach mal aus dem Nirgendwo. Jetzt haut aber sein eigenes Kraftwerk weg. Ja, das müsste ich gewesen sein, gell? Lebt hier noch was? Ach, ja. Wow, lol. Das ist so gefährlich. Das könnte uns alle besiegen. Weil ich habe die Dinger noch nie eingesetzt. Hier fällt mir gerade auf. Aber es dürfte denen doch eigentlich nichts abziehen, oder? Ich hab doch... Geht das durch die weiße Säure, oder was? Ja, aber nee, das zieht mir auch nichts ab, die lilane hier. Die zieht ihm jetzt nichts ab, die lilane. Das ist cool. Oder doch? Ich versteh's nicht ganz. Naja. Was? Der Rote hat mehr Geld gesammelt. Was? Wie viele Abwurfzonen hat der gehabt? Wie viele Schwarzmärkte hatte ich gehabt? 20 Stück oder was? Und der hat mehr gesammelt als ich durch diese paar Abwurfzonen? Hä? Shida! Dafür habe ich kein Gebäude verloren. Oh. So, erstmal genug gelabert. Jetzt tut mein Mund schon langsam weh von diesem Nonstop-Gelaber. Ja, auf jeden Fall. Einer der schönsten Mods, die ich habe, die ich kenne, die ich besitze, die ich spiele, die ich gern mag. Und weitere Videos werden bestimmt irgendwann mal folgen. Und dann wieder mit einem anderen General als Testprobe. Und damit sage ich dann Tschüss. Bis demnächst, zum nächsten Video. Bis demnächst. Bis dahin.